Offene Fragen stellen, das ist ein super Stilmittel, weil es behält das Publikum schön bei dir und du hast die ganze Aufmerksamkeit. Welche zwei Punkte dabei aber wichtig sind, habe ich gelernt, schon am Vormittag von unserem Rhetoriktraining von heute. Punkt Nummer 1 ist Fragen stellen und offene Fragen stellen über Sachen, die das Publikum in dem Moment auch tatsächlich beschäftigen. Wenn du also einen Vortrag zu irgendeinem Wirtschaftsthema hast oder ähnlichem, dann bringt es nichts, nachher eine offene Frage darüber zu stellen, was denkt ihr, wer die Fußball-EM gewinnt. Sondern es muss wirklich eine Frage sein, die in dem Moment für das Thema relevant ist. Und Punkt Nummer 2 ist, dass man als Präsentator häufig die Angewohnheit hat, die Frage zu stellen und dann sofort zu beantworten. Da geht aber die ganze Magie von dieser Frage geht dann verloren, weil das Publikum muss sich gar nichts selber überlegen. Darum lieber nach der Frage stellen, innerlich zählen auf 21, 22 und dann die Frage beantworten. In diesen 2 Sekunden hat nämlich das Publikum Zeit, um sich auch selber zu überlegen, was sie jetzt auf das antworten würden. Bei uns geht es jetzt weiter, die Pause ist jetzt gerade fertig und ich bin mega gespannt, was ich noch alles lerne bei diesem Rhetoriktraining. Und ich nehme dich am Montag wieder mit, in einem weiteren Tag für ein Praktikum und natürlich auch im Videotagebuch. Bis dann!